Tag wird kommen, wenn wir alle unsere Gläser heben, durch die Decke schweben, mit einem Toast den hochleben lassen, auf den Ersten, der es packt, den Mutigsten von allen. Der Erste, der es schafft, es wird der Tag sein, an dem wir die Liebe, die feiern und das Leben feiern. Jeder liebt den, den er will, und der Rest bleibt still. Ein Tag, als hätte man geboren. Dieser Tag wird kommen, dieser Tag wird kommen. Jeder Porsche wurde immer erkannt. Ganz egal, wie lange es dauert, was der Bauer nicht kennt. Nicht weiß, wird immer erstmal abgelehnt. Und auf den Barrikaden die Gedanken und Ideen, dass das Nötige möglich ist, wie Freiheit und Gleichheit. Das ist wirklich unmöglich und in Stein gemeißelt ist, bis einer fortritt. Schloss jetzt mit Feigheit, Geschichte ist Fortschritt. Mit Bewusstsein feiern wir den aufrechten Gang ab. Nicht mehr in Höhlen wohnen. Leute umbringen, nicht umherstreifen in kleinen Herden, weil Menschen nicht ewig homophob, voll Idioten bleiben werden. Und der Tag wird kommen, den wir alle unsere Gläser heben, durch die Decke schweben und den Toast hochleben lassen, auf den Ersten, der es packt, den Mutigsten von allen. Der Erste, der es schafft, es wird der Tag sein, an dem wir die Liebe, die Freiheit und das Leben feiern. Jeder liebt den, den er will, und der Rest bleibt still. Ein Tag, als hätte man gewonnen. Der Tag wird kommen, A-Jung, Leistungsklasse, Willensburg, Süd. Ein verschworener Haufen und einer machte den Unterschied. Mit so viel mehr Talent und mit mehr Willen als alle. Oh, das wird mal ein Profi, stolz wussten wir das alle. U17, U19, Hamburger Auswahl. Bei fast jedem Heimspiel mehrere Scouts. Dann nur eine Frage der Zeit, bis das Angebot kam. Erste Liga, 3 Jahre und der Traum wurde wahr. Und am Abend des Deals, als wir es krachen lassen wollten, er sich uns anzutraute und sich nichts ändern sollte. Die einen nahmen es, den anderen war es längst klar. Manche wussten es schon, es war uns allen egal. Es war uns vollkommen egal, ob es straight oder schwul war. Wir spielten zusammen seit der FU-Fußball. Eine Gang, ein Team, ein You Never Walk Alone. So wurde es beigebracht, so wird es jetzt gemacht. Mein Sohn, dann besoffene Tränen. Große Erleichterung, und dieser Tag kommt aus genau dem gleichen Grund. Weil wir Menschen nicht danach bewerten, wenn sie lieben, ihr Sex ihre Sache ist. Sie ist nicht verdient, von den Dünsten der Dummen beurteilt zu werden. Von den Dünsten der Dummen beurteilt zu werden und von ihnen dann verurteilt zu werden. Und der Name sei Traum, Theorien in die fremde Stadt, und wir behielten sein Geheimnis wie zurück und in Kontakt. Sein, an dem wir den Lieben gefeiert und das Leben feiern. Jeder liebt den, den er will, und der Rest bleibt still. Ein Tag, als hätte man gewonnen. Dieser Tag würde kommen, durch den Anschein der Wellen in der großen Maskerade. Agenturen stellen die Freundinnen und besorgen die Fassade. Die gestellten Urlaubsfotos und den öffentlichen Auftritt warten, bis die ganze Scheiße auffliegt. Licht in Ansteiner Wellen auf dem Feld, härter spielen 10 gelbe, 2 rote Karten, die er auch verdient. Du kennst mich, ich war nie ein unfairer Spieler, jetzt gelte ich als der Treter der Liga. Du weißt nicht, wie das ist, wenn man immer eine Maske trägt, immer aufpassen muss, wer man ist, wie man ist. Permanent eigentlich die ganze Zeit Angst, und du spielst in dem Mist so gut wie du kannst. Und der sehnliche Wunsch, die Frage, wie es wäre, hier ein anderer zu sein, jetzt mit dieser Karriere, wenn ich's ändern könnte. Dieses traurige Leben für mein Fühlen nie entschieden, und so ist es eben. Wir waren zusammen im Stadion vor circa 20 Jahren, als die farbige Spieler mit Bananen beworfen haben. Dann die Affenlaute bei jeder Ballberührung. Diese Zeiten vorbei, keine glückliche Führung, sondern Fortschritt, Veränderung. Wir sind auf dem Weg, Außenminister, Popstars, Rugby-Spieler zeigen, dass es geht. Früher undenkbar, heute normal. Ich wette, 90% ist es egal. Und dann erinnere ich an die Erleichterung, als es raus war, wie dein Herz zersprang, als die Wörter rauskamen. Ich finde das 2 Wochen spannend. Der Spuk ist verschwunden und du hättest deinen Frieden gefunden. Kein Verein will den Rummel, kein Team den Alarm. Und der Vertrag, den ich hab, geht so schnell, wie er kam. Das kann keiner absehen, wenn der Sturm losbricht. Und der Sturm wird kommen, ob man will oder nicht. Du bist dann der Erste, der Homo, der Freak. Es gibt dann keinen, der in dir nur noch den Fußballer sieht. Aber ja, es wird besser und der Tag ist in Sicht.
Einer wird es schaffen, aber ich bin es nicht. Egal wer was sagt, beim Abschied gefröstet, with hope in your heart. Nach Einigkeit erzielt, dass der Tag kommen wird und das nächste Heimspiel wohl gewonnen wird. Auf dem Nachhauseweg dieser eine Gedanke und fast schon ein Lächeln. All ihr homophoben Vollidioten, all ihr dummen Hater, all ihr Forumsvollschreiber, all ihr Schreibtischtäter, all ihr miesen kleinen Geister mit Wachstumsschmerzen, all ihr Bibelzitierer mit eurem Hass im Herzen, all ihr Funktionäre mit dem gemeinsamen Nenner, all ihr harten Herdentiere, all ihr echten Männer, kommt zusammen und bilden eine Front. Und dann seht zu, was kommt. Der Tag wird kommen, an dem wir alle unsere Gläser heben, durch die Decke schweben mit dem Toast, den Problem lassen auf den Ersten, der es bei.